Sie haben um 10 Uhr aufgemacht. Welche Zeitungen haben Sie denn jetzt überhaupt noch? Wir haben noch die Berliner Zeitung, ND und Sportecho. Keine Neue Zeit, keinen Morgen. Keine Tribüne. Keine Tribüne und keine junge Welt. Keine junge Welt, ja. Weil ja die junge Welt, die wird ja jetzt nicht bloß von den jungen Leuten gekauft. Die kaufen ja jetzt eben jeder Bürger praktisch. Alt und jung. Und dadurch ist sie natürlich schnell weg. Die junge Welt, ein Renner auch für Alte, wer hätte das noch vor 4 Wochen gedacht? Glauben Sie, dass die Zeitungen und die Medien der DDR sich verändert haben? Ja, natürlich. Sie brauchen ja nur mal in die Zeitung reinzugucken. Heute zum Beispiel steht in der jungen Welt, die es leider nicht mehr gibt, ein Interview von Christoph Hein aus dem Spiegel-Original nachgedruckt. Und das ist doch, was wir wollten. Und zum Beispiel sind auch langsam Differenzierungen zu erkennen, zum Beispiel zwischen dem Morgen, den ich für die offenste Zeitung halte, den man aber fast nie bekommt, und zum Beispiel junge Welt, die also wirklich mehr die Probleme anspricht der Jugend. Das passt gut. Die DDR-Medien sind im Umbruch. Die Redaktion des Morgen bekommt ein neues Verlagshaus. Der Morgen, die Zeitung der Liberaldemokratischen Partei der DDR, ist das wohl aufmüpfigste Blatt im früher so grauen offiziellen Blätterwald der DDR. Und es ist liberal genug, erstmals ein Abendschauteam unbehindert hinter die Kulissen schauen zu lassen. Letzter Donnerstag, Redaktionskonferenz, Seitenplanung. Und noch auf der Filmseite haben wir auch einen Knüller eigentlich oben, gerade über ADN gekommen, dass die Sowjetfilme, die verboten waren, jetzt endgültig freigegeben sind und auch einige DEFA-Filme. Ja, wir machen auch ein Interview mit Professor Günther aus Jena zu dem Thema Auch Lesben wollen lieben. Dann schiebt die Chefredaktion noch einen wichtigen Beitrag nach. In der Ausgabe vom nächsten Tag werden Forderungen der LDPD veröffentlicht. Sondersitzung der Volkskammer, Rücktritt der Regierung, Wahl des LDPD-Chefs Gerlach zum Präsidenten der Volkskammer. Die Morgenmannschaft hört's mit Freude. Hier wird nicht nur über den Aufbruch berichtet, hier wird er auch gemacht. Und so soll dann beispielsweise von der Festveranstaltung zur Oktoberrevolution nur noch so viel berichtet werden, wie Inhalt und Rang der Reden rechtfertigen. Wir gehen also ab von der Methode, die seit Jahren bei uns galt, dass wir generell von einer solchen Festveranstaltung wenigstens eine Zeitungsseite bringen. So wie wir die Protokollzöpfe wegschneiden, so schneiden wir auch weg die Kommuniqué-Zöpfe. Das machen wir selber. Wir sind Manns und Frauen genug, um das selber machen. Okay. Der Aufbruch in den Medien kam für die Jungen genauso überraschend wie für die altgedienten Journalisten. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich bin noch nicht ganz fertig damit. Ich meine, das ist so wie aus dem Schlaf erwacht. Doch das Problem der Redaktionen in der DDR war nicht Schlaf, es war Gängelung. Und es waren sogenannte gut gemeinte Empfehlungen aus SED, Staat und Presseamt, denen sich kaum jemand zu entziehen wagte. Wie präzise waren denn diese Empfehlungen? Die waren so präzise, dass wenn also Erich Honecker im Ausland war oder im Inland irgendeinen Betrieb besucht hat, dann wurde ganz klar von den Leuten dort gefordert, von Herrn Blecher, meinetwegen, der Leiter dieses Amtes ist, ganz klar gefordert, dass diese Sache von Erich Honecker muss vierspaltig auf der Seite 1 aufgemacht werden. Die falsche Medienpolitik ist davon ausgegangen, dass Offenheit, Transparenz des politischen Geschehens, Kritiken in den Zeitungen zur Instabilität der DDR führen können. Ich bin der festen Überzeugung, wenn dort der Journalist rechtzeitiger aktiver geworden wäre und die Möglichkeiten gehabt hätte, es zu sein, wären bestimmte Missstände nie aufgetreten. Wir haben als leitende Journalisten auch, ich ganz persönlich, dieser Zeitung, wir haben daran eine Mitschuld. Wir hätten uns energischer zur Wehr setzen müssen und auch können, auch in der Vergangenheit. Dabei wurde beim Morgen so manches gedruckt, was anderswo nicht einmal laut gedacht werden konnte. In vielen Fällen ist es uns gelungen, uns durchzusetzen, unter heftigem Widerspruch. In manchen anderen Fällen haben wir auch resigniert. Das neue Nachrichtentempo macht noch Schwierigkeiten. Die Gedanken von LDPD-Chef Gerlach fanden sich oft zuerst in Westmedien. Dennoch. Es gibt überhaupt keine Tabus. Wenn das in den einzelnen Medien noch nicht so zum Ausdruck kommt, dann würde ich meinen, das hängt damit zusammen, dass in diesen Medien, in diesen Redaktionen, dieser Prozess des Nachdenkens noch nicht das entsprechende Niveau erreicht hat. Aber ich bin völlig sicher, dass es keinerlei Einwirkungen, Eingriffe gibt. Das ist vorbei, ein für alle Mal vorbei. Und da führt kein Weg zurück.
Die Nachfrage nach dem Morgen übersteigt die amtlich genehmigten rund 100.000 Exemplare bei weitem. Am Kiosk ist der Morgen schnell vergriffen. Ein amtlicher Sperrvermerk macht es zudem praktisch unmöglich, die Zeitung zu abonnieren. Dabei ist das Interesse an der frischen Zeitung in diesen Tagen so groß wie wohl nie zuvor. Würden Sie denn auch gerne Westberliner Zeitungen zum Beispiel lesen? Aber sehr gerne. Ich bin ja Rentner, ich kann sie nun sowieso lesen. Aber viele ja nicht.